Es folgt ein weiteres Friedenslied aus der Ukraine. Es ist diesmal aber keine Ballade, keine Solokünstlerin und weniger Politik. Stattdessen fünf Typen, viel Testosteron und richtiger Rock. Was für ein Kontrast zu Jamala im Vorjahr. Dabei können die sich sogar noch entspannen, denn als Gastgeber sind sie ohnehin schon im Finale gesetzt. Für die Ukraine O Torwald mit Time. Ja, das ist wirklich Kontrastprogramm zum letzten Jahr, Iveta, und auch eine neue Farbe jetzt hier im zweiten Halbfinale. Ja. Wie findest du den Song? Also es, jedes Jahr, es gibt ja immer ein, zwei, ne, Rocksongs, und das ist irgendwie, das ist ein ungeschriebenes Gesetz, dass da unbedingt mal ein Rocksong auch dabei sein muss. Ich persönlich bin nicht ein Fan von Rock, aber meine subjektive Meinung, die packe ich jetzt mal zur Seite. Ich weiß nicht, also der Rocksong ist halt ein netter Rocksong, aber es ist jetzt nichts, was mich jetzt komplett umhaut. Sein Englisch stört mich ein bisschen. Mhm. Also ich bin die ganze Zeit darauf konzentriert, rauszufinden, ob das okay ist, der Akzent, oder ob das total schrecklich ist. Und ja, ich will nicht mehr viel sagen. Lieber, wenn man nichts Gutes mehr sagen kann, lieber schweigen. Aber die sind nicht schlecht, die sind nice. Wie ging's dir? Du hast jetzt auch gerade. Die sind ja nun auch schon seit unglaublich vielen Jahren im Geschäft. Das ist eine der populärsten Rockgruppen in der Ukraine. Und das ist der erste Titel, den sie auf Englisch singen. Okay. Von daher ist das schon nachvollziehbar, dass das dann noch nicht so richtig sitzt. Und bei den Interviews wird dann auch immer die Dolmetscherin bemüht. Da ist, glaube ich, wirklich der Wille, da jetzt die Botschaft zu transportieren, ist da so im Vordergrund. Denn es ist ja eigentlich ein Titel, der sozusagen Jamala 2, ne? Man will Frieden und wir hoffen auf eine bessere Zukunft, das wird signalisiert. Ich finde es schön, dass wir diese Musikfarbe beim Song Contest haben. Ich hätte es gerne sogar noch ein bisschen genau, heftiger gehabt, ja, ne? Genau, das hätte noch ein bisschen, aber das ist dann ein bisschen heftiger und ein bisschen ausgefallen. Ja, aber also das ist ja das Problem bei solchen Gruppen, dass die immer meinen, wenn sie beim Song Contest dabei sind, dann müssten sie ein bisschen mainstreamiger werden. Ja, und da hätten sie ruhig noch ein bisschen mehr Dampf ablassen können. Bei der Vorentscheidung fand ich das ja sehr spannend, dass die im Semifinale hatten die eine Performance, wo ich mir gedacht habe, so, da wird der Sänger sozusagen auf offener Bühne erschossen. Okay. Da hat er hier so zwei Patronen, da platzt ihm das so auf der Brust. Das ist ja keiner vorbereitet. Ja, ja. Sie haben dann gesagt, sie haben das dann sich fürs Finale anders entschieden. Gott sei Dank, ich glaube, das wäre vielleicht dann doch ein bisschen. Es wird ein anderer erschossen, aber man sagt ja nicht mehr. Nein, okay, gut, aber ich. Naja, aber das ist klar, bei dem Song Contest in Kiew unter diesen Rahmenbedingungen kann so eine Gruppe natürlich nicht unpolitisch sein, und die Botschaft halt muss immer dann eben ein sehr. Ein bisschen Politik ist halt unumgehbar. Es ist ein Länderwettbewerb. Ja. Ja, du sprichst es gerade selber an. Ich wollte nämlich gerade sagen, im letzten Jahr war es ja schon sehr politisch. Du hast auch im Halbfinale die Chance genutzt, auf einen Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan quasi aufmerksam zu machen. Wenn auch da sehen wir das Foto. Genau, du hattest die Fahne von Bergkarabach im Green Room. Und da hat die EBU dann auch gesagt, so geht's nicht, das dürft ihr nicht. Warum war es dir wichtig, das zu machen in dem Moment? Man muss sich mal meine Situation verstellen. Als Künstlerin, als individuelle Künstlerin, würde ich vielleicht anders handeln. Aber ich bin eine Künstlerin, die Armenierin ist und ihr Land vertritt. Es ist halt, man sagt mal jedes Jahr, es ist politisch, es ist nicht politisch. Man darf nicht vergessen, dass dieser politische Aspekt, der kommt halt daher, weil es dort Länder sind, wo Geschichte herrscht, wo immer noch Dinge passieren und das halt die ganze Stimmung von dem Land beeinflusst. Ich vertrete ein Land, letztes Jahr, ich gehe zu Eurovision und vertrete ein Land, was komplett in Schmerz getaucht ist. Das ganze Volk, im Fernsehen haben wir nur abgehackte Köpfe gesehen, und es wurden über, ich habe selber Freunde, die halt gekämpft haben. Und das ist halt ein ganz
anderes Gefühl, was man da mit sich trägt. Und da kann man leider auch nicht als Künstlerin auf die Bühne und jetzt sagen, okay, ich weiß zwar, es interessiert den Eurovision-Fans jetzt nicht, was in meinem Land passiert, aber ich vertrete mein Land und dieses Land will sehen, dass ich für sie da bin. Und das war eine ganz, ja, das war eine Entscheidung, die ich kurz davor treffen musste oder getroffen habe, dass ich das tue. Ich weiß, dass es von den Eurovision-Fans oder von manchen natürlich sehr polarisiert war und viele sich gefragt haben, warum sie das gemacht hat. Aber ich denke mal, in meiner Situation als Künstlerin, als in einem Land, wo es nicht, unser Land ist nicht wie Armenien, wie Deutschland, wo es multikulturell ist. Mhm. Es sind Länder, das ist halt auch der politische Aspekt, die Länder, die halt irgendwie einen Clinch zwischeneinander haben, das sind halt Länder, wo halt nur, wo diese Nationalität vertreten sind. Das heißt, 99% sind patriotisch und fiebern mit und ja, und auch als ich nach Moskau geflogen bin, ich war im Flieger und dann wurde halt in Raderbach geschossen und da kannst du auch nicht mit einem Body auf die Bühne und happy sein. Also in Moskau war dann auch eine andere Stimmung, weil das natürlich auch ganz abgesehen davon, was ich innerlich fühle und wie sehr es mich verletzt hat, ist mein ganzes Land ist in Trauer und das ist halt die Entscheidung, die ich getroffen habe. Ich stehe zu meinem Land. Moment. Es wäre ja im schlimmsten Fall auch eine Entscheidung gewesen, die bedeutet hätte, ich darf gar nicht ins Finale, selbst wenn man mich reinwählt. Also war dir auch diese Konsequenz dann in dem Moment, war die zweitrangig für dich? Das war mir bewusst und das war mir zweitrangig. Also ich, das war auch gar nicht geplant. Das ist wirklich kurz davor passiert. Kurz davor ist das passiert und das ist halt eine Emotion, die ich als Künstlerin, ich bin halt Künstlerin und da kannst du halt den Schmerz und deine Emotionen nicht immer weglachen. Mich würde jetzt mal interessieren, weil wir gerade das angesprochen haben, eben Konsequenzen. Also in dem Fall war es ja nicht so, es gab eine Ermahnung und du durftest dann jetzt nicht noch einmal diese Fahne zeigen. Irving, die EBU hält sich da aber zurück bisher mit Konsequenzen, so wie ich das beobachtet habe. Also sie warnen dann, aber letztendlich... Ja, also es hieß, dass da ja noch eine Strafe folgen sollte, eine Geldstrafe ans armenische Fernsehen. Das hing, also zumindest hing das so in der Luft, wurde das angedeutet, da kam aber nichts, meines Wissens. Ich muss ganz ehrlich sagen, da muss ich mal meine Delegation fragen, weil da bin ich gar nicht so informiert drüber. Aber auch generell, also ich habe das Gefühl, dass auch generell eben oft Warnungen oder dass man sagt, naja, es war jetzt so ein bisschen politisch, aber... Ja klar, aber es ist natürlich auch schwierig, immer die politische Tragweite zu ermessen. Klar, bei einer Fahne, da ist das Symbol klar, aber häufig ist es ja, gerade in Liedtexten, sind es Metaphern, sind es Bilder, die da verwendet werden, die Leute, die betroffen sind, sofort verstehen. Aber irgendjemand, der da in Genf sitzt, der kann das nicht ermessen, was wirklich die politische Tragweite ist. Deswegen ist ja auch der Titel von Jamala durchgegangen, weil er ja für sich, Wort für Wort genommen, eben nicht politisch ist, sondern historisch. Aber klar, in dem Kontext war das klar, dass das politisch gemeint ist. Darf ich kurz dazu, also bei Jamala, ich finde Jamala ist eine komplette Ausnahme, weil ich glaube, sie hätte auch alles singen können. Sie hat das so ehrlich gesungen. Und das war, glaube ich, das war genau das, wo halt alle gesagt haben, okay, no comment, weil du hast, auch wenn du es nicht immer verstanden hast, was ich gesagt habe, du hast den Schmerz gespürt und du hast es halt, das ist, Jamala ist ja auch mit aus Raderbach, von ihren Wurzeln, teilweise, und das sind halt so, als Künstler kannst du diesen Schmerz und diesen Patriotismus, den kannst du nicht verbergen. Und ich bin hundertprozentig dafür, dass Jamala gewonnen hat, weil sie wirklich als Künstlerin mit jeder Faser einfach nur überzeugt hat und ihre Emotionen wieder gespiegelt hat. Es wird ja auch einfach eine Diskussion sein, die uns weiter beschäftigt. Wie politisch darf der ESC sein und wo ist die Grenze? Und das wird sich wahrscheinlich einfach in den nächsten Jahren, nehme ich an, selber so zurechtruckeln. Also wir werden noch mehr von den Situationen haben. Jetzt versuchen wir noch mal den großen Bogen zurück in die Ukraine zu schlagen. Ach, ja, genau, wir haben ja eigentlich, da war doch was. Wir haben ja über die Ukraine gesprochen. Ihr müsst ja auch noch Punkte vergeben. Evita, fang du einfach gerne schon mal an zu voten. Tut mir so leid. Also ich will wirklich nicht gemein. Du bist heute nicht gut drauf mit deinen Punkten. Nee, ich versuche das aus verschiedenen Aspekten zu sehen und realistisch zu machen. Unsere User, die schreiben, Domi schreibt, ich finde es cool, dass die Ukraine ein anderes Genre als die typische Popnummer schicken. Allerdings finde ich diesen Rock dafür viel zu weichgespült. Ja, das ist das, was du gesagt hast. Erinnert mich an Zypern letztes Jahr mit weichgespültem, radiotauglichem Pop. Wenn man sich schon dafür entscheidet, dann bitte richtig durchziehen. Ja, genau.
No No Never Fan schreibt uns im Chat, puh, der Timer im Hintergrund lässt den Song nur unnötig länger wirken. deswegen vielleicht die Idee, dass jemand erschossen wird auf der Bühne. Merkwürdige Idee. Patrick schreibt, hoffentlich blenden Sie in Kiew beim ukrainischen Beitrag auch die Uhr an, dann weiß man, wann er endlich vorbei ist. Oh, Patrick, das ist aber hart. Ja, Nathalie schreibt uns gerade noch eine Frage an dich ganz schnell. Was hältst du von Belgien und Ungarn? Was sind ihre Favoriten? Also Belgien finde ich einen total spannenden Song. Da bin ich vor allem auf die Performance, auf die Bühnenperformance sehr gespannt, wie das umgesetzt wird. Und Ungarn, das ist meins. Also da bin ich ganz bei dir. Das ist wunderbar, dieses Lied. Das ist, wenn es nach mir ginge, sind wir nächstes Jahr in Budapest. Dann wird sich Nathalie bestimmt freuen. Im Hintergrund sehen wir schon, also das ist wirklich, als hätte man es bestellt. 5 Punkte von Iveta, 5 Punkte von Irving und auch 5 Punkte von unseren Usern für die Ukraine.